Eine Patientin möchte wissen, was sie tun soll. Ihr Hüftgelenk wurde operiert und dort haben sich jetzt Kalkablagerungen gebildet. Und dadurch ist sie nicht mehr so beweglich und habe häufig Schmerzen, was sie denn jetzt tun könne. Kalkablagerungen sind immer ein Zeichen von gestörten Stoffwechseln. Meist durch zu kurze und verspannte Muskeln. Und diese Verkürzung, Verspannung verursachen Schmerzen und verhindern natürlich auch bestimmte Bewegungen, die eigentlich nötig sind, dass die Nährstoffe das Gelenk und dessen gesamte Umgebung optimal versorgen können. Und natürlich auch, dass alle Abfallstoffe gut entsorgt werden können. Lassen Sie sich mit der Osteopressur therapieren, der Schmerztherapie nach Liebscher und Pracht und lernen Sie bei dem Therapeuten dann für Sie die passenden Engpassdehnungen kennen. Das wird Sie von Ihren Schmerzen befreien und erhöht natürlich auch Ihre Beweglichkeit und baut im Laufe der Zeit auch die entstandenen Kalkablagerungen wieder ab. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen nach oben und gerne können Sie natürlich auch den Kanal abonnieren und, wenn Sie mögen, mir auch einen Kommentar schreiben. Eine Patientin hat gehört, dass man Warzen am besten mit kaltem Flüssigstickstoff vereist. Sie möchte wissen, wie das geht und wo es das gibt. Diese Behandlung nennt man auch Kryotherapie und wird meistens beim Hautarzt durchgeführt. Hier wird die Warze ganz einfach mit flüssigem Stickstoff vereist. Insbesondere macht man das bei eher flachen Warzen, die mit einem